Aber tatsächlich haben die Lebenserprobten und die Lebensfreudigen absolut recht, wenn sie sagen, innerhalb dieser Lebensbewegtheiten und Überlebenskämpfe und unbedingt sich behaupten wollen, hat jene andere absolute Wahrheit der Unveränderlichkeit des Todes überhaupt keine Relevanz, keine Befugnis, keine Wirksamkeit gegenüber diesen momentanen Wirklichkeitswahrheiten, sondern das stellt nur den Polarisationspunkt, den Kontrasthorizont dar, dem man zu entkommen versucht in dieser Verwirklichung des jeweiligen Augenblicks immer erneut. Und auch wenn man ihm letztendlich nicht entgehen kann, ist es doch unsinnig, sagen sie zu Recht, den Spieß umzudrehen, dass man dann gar nichts mehr tut und einfach den letzten Moment abwartet. Wenn doch all die Tausende, wenn nicht Millionen Momente davor man eben noch nicht tot gewesen war, sondern vor dieser Schallgrenze erst recht flüchtete, davonlief und jeden Moment wieder erprobierte, ob er nicht einer der Behauptungsmomente gewesen sein würde, in dem der sich Behauptende dann der Sieger der Wahrheit gewesen würde, der diese Wahrheit als Moment des Gültigkeitsgesetzes einschriebe, in dem großen Spielreigen kein Lebenskampf, sondern Lebensspiel, Lebensreigen, Lebenstanz. Weil man zumeist ja auch von der Gnade der Überlichtschallgrenze verschont bleibt, die zu denken ja keinen Sinn macht.